This is James Holder for IFL TV in association with Matt Killings, Jim Marbella. I'm in Kiel, Germany today on the undercard of Arthur Abraham vs Paul Smith. With me I've got Enrico Colling. How are you doing, sir? Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Also wir haben gerade einen Kampf gewonnen. Ich glaube, danach geht's einem immer gut. I'm fine, I wanna fight. You always feel good when you wanna fight. Great sixth round KO victory today. Nothing more than a keep warm bout for yourself, but still good to get a great result. Das war ein schöner K.O. gewesen, schöner kurzfristiger K.O. Du hast vor 4 Wochen deinen WBA-Titel verteidigt. Ich weiß, nur so ein Warm-Up-Bau sozusagen, nur so, dass du in Form bleibst? Ja, nee, also nicht um Form bleiben ist falsch ausgedrückt. Wir wollen uns bei jedem Kampf steigern und wir haben Wert darauf gelegt, dass wir einige Sachen besser machen als letztes Mal. I want to build up on my performance every time and we try to be better than last time and I think that what we got out the result. So we are one via KO. Defended your WBA Intercontinental belt just 4 weeks ago. Again, in so soon, how do you cope with this kind of rigorous schedule? Vor 4 Wochen hast du den WBA-Titel verteidigt, hast gewonnen. Wie machst du das jetzt? 4 Wochen später einfach schon wieder so Kampf, schon wieder vorzeitig gewonnen. Wie gehst du damit um? Ist das kompliziert? Ja, na, wie gehe ich damit um? Ich freue mich natürlich erstmal. Und ja, meint er jetzt, wie es damit möglich ist? Also, ja, das ist 4 Wochen, genau. Also, ich schlafe im Gym. Okay, no, that's no problem. My recipe is that I sleep in the gym, you know. I understand. Being a Saarland fighter in the light heavyweight division, what do you make of the light heavyweight division in Germany, in Germania? Also das Halbschwergewicht ist ja recht gut vertreten bei Sauerland-Events. Wie ist das Halbschwergewicht dann sowieso in Deutschland? Ist doch recht stark, oder? Ja, auf jeden Fall. Also gibt es mehrere Kandidaten, auch für die Zukunft, die interessante Kämpfe mit sich bringen würden. There are a lot of candidates, good fighters at light heavyweight division, and a lot of candidates which I look forward to maybe fighting in Germany because they are of international class. May I ask you what you know about the light heavyweight division in the UK, in Great Britain? Was weißt du über Halbschwergewicht in Großbritannien von den Kämpfern? Ja, also ich kenne einige noch von den Amateurenzeiten hier. Der Callum Smith zum Beispiel ist glaube ich auch. Super Mittelgewicht. War beim Amateuren aber halbschwer. Jetzt ist auch Profi, den kenne ich. Viele Boxer eigentlich, aber jetzt von der Stärke her? Nee, Engländer sind immer harte Hunde. The Englishmen I always had to be too, but I remember from my amateur days that that Callum Smith was a light heavyweight. Now he's a super middleweight, but yep. As an amateur he fought as light heavyweight, and that's what I remember, and they are pretty strong, as I said. Would you like to one day maybe acquire your trade in England and come across and fight on one of the undercards in the UK? Du hast ja schon mal in England geboxt. Ja, genau, ja. Willst du aber nochmal boxen, aber ja, du hast ja schon in England auf jeden Fall, ja. England ist, ich glaube in Europa mit die meisten begeisterten Boxfans überhaupt, also gibt's nichts Besseres. The Englishmen are the most enthusiastic fans in all of Europe, you see that tonight. And I already fought on the undercard of Kessler versus Froch 2 in England, the fight before the main bout. So it was pretty fantastic venue there and I would like to go there again. Okay. Well, listen, congratulations on the victory. Thanks. We look forward to seeing you again real soon. Thank you. Thanks.